Transparenz, Innovation, Nachhaltigkeit. Dieses einzigartige Hochhaus setzt neue Maßstäbe. Nicht nur in NRW, sondern weltweit. In knapp 2 Jahren Bauzeit entsteht L'Oréals neue Deutschlandzentrale in Düsseldorf. Ein echtes Standortbekenntnis zur Landeshauptstadt. Hier ist das Unternehmen seit fast 3 Jahrzehnten ansässig. Neues Haus, neue Art zu arbeiten. Nachhaltigkeit spielt dabei eine übergeordnete Rolle. Auf Zug fahren? Nur wenn es sein muss. L'Oréal motiviert zum Treppensteigen. Motto: spare Energie, verbrauche Kalorien. Jede Stufe zeigt an, wie viele schon verbrannt wurden. Das größte Kosmetikunternehmen der Welt setzt auf eine offene Arbeitskultur. Bei L'Oréal kann grundsätzlich jeder von jedem Ort aus arbeiten. Man ist überall vernetzt. Beispiele für Nachhaltigkeit finden sich im ganzen Gebäude. Papier? Nur wenn's sein muss. 2018 hat L'Oréal Drucke und Kopien um 35% verringert. Sämtliche LED-Lampen sind bewegungsabhängig. Keiner da? Automatisch weniger Licht. Die Coffee Points sind beliebte Treffpunkte der fast 1000 Mitarbeiter. Kaffee, Tee und gefiltertes Wasser gibt's alles kostenlos. Glas ersetzt PET. So konnten über 90.000 Plastikflaschen in einem Jahr eingespart werden. Und wer zum Gehirnjogging mal absolute Ruhe braucht, geht einfach in die Silent Area. Keine Gespräche, keine Telefonate, Ruhe. Unser Umzug in dieses neue Gebäude hat uns ermöglicht, unsere Arbeitsweise zu modernisieren. Die transparente, offene Gestaltung, die fördert den Austausch miteinander und ermöglicht agiles Arbeiten. Und das ist in unserer Branche einfach extrem wichtig. Die neue L'Oréal-Zentrale ist Vorbild für die moderne und nachhaltige Arbeitswelt von morgen. Sie ist nicht nur Standortbekenntnis, sondern ein echtes Leuchtturmprojekt in NRW.